Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Wie ihr seht, bin ich gerade im Schiff, weil ich ja diesen Feenwald gesucht habe. Und ich habe mich schlau gemacht. Ich will mich jetzt gerade nicht bewegen, weil wenn wir hier auf dem Schiff auf Wasser fahren, dann werden wir mal angegriffen. Dann werde ich immer so unterbrochen beim Reden. Jedenfalls habe ich geguckt, wo der ist. Und ich dachte jetzt, oh, der ist bestimmt ganz woanders, wo ich noch gar nicht war. Und tatsächlich ist er aber nicht weit weg. Immerhin. Denn wenn man einfach nur ins Boot steigt und etwas weiter südlich fährt, also ich könnte jetzt nach oben fahren und dann sind wir wieder da beim Turm des Oven und dieser komischen leeren Burg und so. Bisschen weiter unten haben wir hier einen Platz, wo wir noch nicht waren. Und das ist hier. Und da sind wir auch schon. Und ich glaube, hier irgendwo müsste dieser Wald sein. Und das sieht richtig aus. Da ist es schon. Das ist ja toll. Lebender Wald. Genau den wollte ich finden und ich habe ihn gefunden. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir hier so haben. Oh, ist das süß! Diese Wälder sind mit Leben erfüllt. Wir sind die Feen, die Hüterin dieser Wälder. Der Zauberhain aus Schloss Argus hat den ältesten Baum mit einem Zauber belegt. Aha. Aus dem ältesten Baum wurde ein Schloss gehauen und nun wandert er ziellos durch die Wüste. Ihr müsst dem Ältesten helfen. Nochmal. Aus dem ältesten Baum wurde ein Schloss gehauen und nun wandert er ziellos durch die Wüste. Also müssen wir in die Wüste? Hain wechselt seinen Schwachpunkt, wenn er seinen Zauberbarrierenwechsel spricht. Aha. Der Zauberer, der den ältesten Baum fortnahm, kann seinen Schwachpunkt ändern. Ihr werdet ihn analysieren müssen, um ihn zu besiegen. Es klingt aber kompliziert. Wenn der ältesten Baum nicht bald zurückkehrt, werden diese Wälder vertrocknen und sterben. Das ist ja schrecklich, meine kleinen Feen. Die Bäume weinen. Sie weinen um den verschollenen ältesten Baum. Ein Baum, der schon seit 10.000 Jahren existiert. Ein Zauberer kam und belegte ihn mit einem Bann. Dann nahm er ihn fort. Na dann? Kann ich jetzt hier nichts mehr machen? Hier gehört dieser Baum eigentlich hin, ja? Von der Geschichte her finde ich das aber total toll. Also sehr interessant gemacht und total süß mit diesem kleinen süßen Feen. Hallo! Das ist süß. Gut, dann haben wir jetzt den lebenden Wald gesehen. Da müssen wir den ja anscheinend helfen, den Leuten. Was auch immer das heißt. Hier können wir nichts machen. Hier ist die Wüste. Ein Hinterhalt. Na toll. Immer ich. Ja, kommen alle. Aber hat nicht so viel Schaden gemacht. So, du greifst mal an. Du stehlst mal was. Du greifst auch nochmal an. Und du machst hier mal, Blitz. Toll, ich konnte nichts stehen von einem Greif. Dabei sind das doch voll die coolen Greife. Oh, das war gut. Jawoll. Bam. Ja. Und auch nicht gerade viel Geld. So, wenn wir jetzt in die Wüste gehen? Ich habe ein bisschen Angst, in die Wüste zu gehen. Ach, wir haben hier sogar ein Dorf. Da können wir endlich mal wieder shoppen. Und wieder die Greife. Diesmal mache ich mal einen normalen Angriff mit allen. Obwohl hier sein Blitz war eigentlich gar nicht schlecht. Jawoll. Mann, die haben aber auch jetzt einen Schaden bei denen. Also, da können die Greifer aber sich was abgucken. Nicht schlecht, Herr Specht. Und Refias Berufsstufe ist gestiegen. Wo sind wir denn hier? In Tokul. Hallo? Ich will nicht stören. Nein, geht weg. Ich habe nichts, was euch gefallen würde. Was ist denn los hier? Bitte, ich flehe euch an. Tötet mich nicht. Oh, die haben aber alle Schiss. Leute, was ist los? Komm, wir gehen mal in unser Morgnet. Kupo. Oh, für Papa. Die Kinder von Ur. Seit kurzem entfernen sich die Kinder beim Spielen immer weiter von Ur. Obwohl ich ihre Abenteuerlust begrüße, befürchte ich dennoch, dass sie in Schwierigkeiten geraten werden. Von Topapa. Und von Sid. Wie ich Frau Sid traf. Bei meinem ersten Treffen mit Frau Sid war sie ein Passagier auf meinem Luftschiff. Das war, als würde mein Herz über den Wolken schweben. Versteht ihr? Über den Wolken schweben. Ah.
Okay. Ja, alles klar, gehen wir mal hier rein. Wir können hier nicht rein, alles verbarrikadiert. Oh, die wollen uns hier alle gar nicht haben. Was denn los hier? Der Junge läuft weg. Aha. Ja, bevor ich da dem hinterher renne und das wieder so ein ewig langer Flur oder so ist, gucke ich mich mal erstmal noch weiter hier um. Wer bist du? Man sagt, dass in der Siedlung in den Bergen westlich von Schloss Argus Menschen wohnen, die in die Zukunft blicken können. Aber er rennt nicht weg. Ja, er ist ganz cool. Er hat nicht so viel Schiss. Und was mit denen? Weit im Westen hinter der Wüste liegt ein Dorf. Die Bewohner des Dorfes behaupten, dass sie Nachfahren des Volkes der Alten seien. Aha. Also eher westlich? Ihr möchtet etwas über die Kristalle erfahren? Vielleicht weiß jemand im Dorf der Alten westlich von hier Bescheid. Wir sollen die ganze Zeit in dieses Dorf. In der Wüste im Westen treibt ein Dämon sein Unwesen. Ich habe ihn gesehen, einen Baum, einen wandelnden Baum. Was ist hier? Ihr also seid die Fremdlinge. Ich bin der Älteste von Tokul. Sicher habt ihr gehört, dass Soldaten unser Dorf überfielen und plünderten. Sie kamen nach dem Erdbeben aus der Wüste im Westen und nahmen sich unser Korn, unser Wasser und alle gesunden Dorfbewohner. Ihr seht doch, wie sie gewütet haben. Wir können nichts tun. Ich glaube, der Gang führt von da hierher und der hat ihm jetzt hier Bescheid gesagt. Dies ist die bescheidene Hütte des Ältesten von Tokul. Bitte, ihr müsst umgehend mit ihm sprechen. Mhm. In dem Kamin befindet sich ein Geheimgang in den Keller. Dort haben wir Waffen gelagert, aber wir sind zu schwach, sie selbst zu benutzen. Bitte nehmt sie euch. Nehmt euch die Waffen, rettet unser Dorf. Ja, gerne. Gehen wir doch glatt mal in den Keller, aber gucken wir nochmal hier in die Regale. Ja? Nee, ich will gar nicht mit dir reden. Ich will mal in eure Sachen hier gucken. Das habe ich nämlich in den anderen Gegenden immer voll vergessen. Dass ich vielleicht auch so ein bisschen versteckte Sachen finde. Aha. Blitzklinge. Karateanzug. Schallkrallen. Ah, ja, okay. Was ist denn das für ein Karateanzug? Das muss ich jetzt wissen. Ist aber nichts für ihn. Auch nichts für dich. Auch nichts für dich, wie ich sehe. Wo ist denn dieser Karateanzug? Ich muss mal eben schauen. Karatanzug, Abwehr 20. Es musste doch jemand anziehen können. Warum kann das denn jemand? Genauso wie diese, ich glaube, diese Schallkrallen gehören genauso zu diesem Karatanzug. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es nicht geht gerade, ne? So bei manchen. Vielleicht kommt da irgendwie noch was. Aber wir haben ja auch diesen Freiberufler nicht. Vielleicht ist das ja für den gedacht oder so. Weiß ich gerade auch nicht. Hier ist irgendwas besser für dich? Ja, die Blitzklinge. Du hast ja schon eine in der Hand. Soll er jetzt beide kriegen? Ich weiß nicht. Blitzdolch. Blitzklinge geht nicht, weil das ein größeres Schwert ist. Dann kriegst du das. Bis wir halt in diesem Turm sind und er wieder seine andere Rüstung kriegt. Ja, aber irgendwie geht diese andere Rüstung Karate-Dings und Schallklingen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, die Sachen. Du brauchst mal wieder ein paar Pfeile, mein Lieber, ne? Ich vergesse immer, dir Pfeile zu geben. Ja. Schon wieder weg mit den heiligen Pfeilen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Danke für die Sachen. Ciao. So, genau, ich wollte hier in diesen komischen Gang. Kann das hier... Da war das, genau. Und wieder keine Läden, wo man einkaufen kann. Oh, hier, hallo. Bitte nein, verschont mein Kind, mein einziges Kind. Du bist keiner von ihnen, oder? Und ich habe gedacht, dass diese Soldaten wiedergekommen sind. Es tut mir leid. Sie haben meinen Mann, zusammen mit den anderen haben sie ihn in die Wüste im Westen mitgenommen. Sie trugen das Siegel von Argus. Mein armer Mann, ich hoffe, dass sie ihm nichts angetan haben. Ja. Lässt mich nicht ran an dein Kind, ne? Mann, diese Gastfreundschaft hier.
Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Ich guck mal, was es hier noch so gibt. Hier ist nix. Ja, aber kein Laden und nix. Wie soll man das denn immer wuppen hier? Ich dachte, ich kann mich jetzt hier wenigstens mal heilen. Was ist das denn? Voll doof irgendwie. Na gut, dann gehen wir. Was soll das hier? Tschüss. Gehen wir jetzt durch diese Wüste oder was mache ich jetzt? Wir können ja zumindest hier unten lang gehen. Müssen ja nicht direkt durch die Wüste, oder? Wir sollen ja westlich von der Wüste sein. Da, da, da. Angriff. Von diesen komischen Viechern, die kriegen wir locker hin. So, Leute, jetzt macht mal. Ich will jetzt wissen, was da westlich ist. Yeah. Wuhu. Arc ist gestiegen. So, und werde ich auch mal hier zwischendurch speichern, weil man weiß ja nie. So. Wunderbar. Jetzt lauf mal weiter. Müsste ja hier irgendwas jetzt kommen. Och, Mann, oh. Wir bräuchten mal einen Schokobo hier. Dann sind wir viel schneller unterwegs. Naja, viel Schaden haben sie nicht gemacht, aber es reicht anscheinend. Aber ich mit meinen Holzpfeilen mit Arkia. Da braucht man was Besseres. Aber immerhin schafft er immer seine 70 Punkte. Oder 70 Schaden halt. Mit Holzpfeilen. Immerhin. Stimmt es hier irgendwas? Sag ich doch. Ein Schokobowald? Ich glaub's nicht. Wenn man einen braucht, dann ist er auch schon da. Yeah! Und hier ist ein Dorf. Dann können wir uns ja mal richtig ordentlich austoben hier. Was haben wir denn hier alles so? Mein Gott, geht das hier weit? Ja, da braucht man einen Schokobo, ich sehe schon. Aber den ganzen Weg ohne Schokobo wieder zurückrennen, habe ich eigentlich auch keine Lust. Ach, man kann jetzt hier so... Ach so. Ah, und hier ist auch noch ein Stück Wüste. Ich verstehe. Und dann geht das hier so im Kreis wahrscheinlich runter. Ich kann ja leider nicht so auszoomen. Ich kann mir das nur gerade vorstellen, wie das Ganze hier aussieht. Und es geht wieder runter, sag ich doch. Also, wir können hier schön im Kreis rumlaufen. Aha, aha. Noch ein Wald. Großer Wald. Hui. Das macht Spaß. Oh, wo will ich denn eigentlich lang? Nee, hier nicht. Okay. Da ist noch so ein Zipfel, den keiner braucht. Oh, eine Höhle. Okay. Kannst du auch hier so vorbei? Nee. Höhle ist da auch noch. Darf ich nicht vergessen. Ja. Das ganze Ding scheint hier auch zu schweben, weil hier unter uns sind ja Wolken, wie man sieht. Aber gut, dann ist ja hier nichts mehr und Chocobos können wir uns immer noch holen. Ich habe jetzt eigentlich dieses ganze Ding umrundet, ne? Dann steigen wir mal ab. Tschüss, Chocobo, mein kleiner Schnuffi. Dorf der Alten. Also wäre genau richtig hier. Na, wieder eine Mocknet-Nachricht? Nö. Ach, ist das idyllisch hier. Wir sind die Nachfahren der Alten, einer ehemals großartigen Zivilisation, doch nun leben wir von dem, was das Land uns schenkt. So wie es unsere Bestimmung besagt, sie beruft uns auch zu den Hütern des Turms des Owen. Ah ja, ihr seid also für den Turm des Owen zuständig. Ja, ja. Werdet ihr es glauben, wenn ich sagte, dass der Boden unter unseren Füßen dieser Kontinent schwebt? Nein, so ist es dennoch wahr. Haben wir ja gerade gesehen. Der Turm des Owen ist eine Säule, erbaut vom Volk der Alten. Sie trägt diesen Kontinent und bringt Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel. Ach so, dafür ist der da. Ah.
Nichts passiert. Hier sind Bücher. Ach, da kommen wir gar nicht ran. Finden wir was anderes hier? Das ist bestimmt zum Wiederbeleben, ist aber auch gut zu wissen. Unsere Vorfahren errichteten eine bedeutende Zivilisation, doch sie wurden für ihren Hochmut bestraft. Die Wut des Lichts brach herein. Sie versuchten, die Kraft des Lichts nutzbar zu machen, denn sie glaubten, alles erreichen zu können. Doch sie irrten sich. Vier Krieger kamen aus der Welt der Dunkelheit und geboten den von unseren Vorfahren heraufbeschworenen Kräften des Lichts Einhalt. Doch nun hat sich die Dunkelheit über uns gelegt und bringt Chaos und Zerstörung. So warten wir abermals auf die Ankunft der vier Krieger. Wir sind doch hier. Wir sind da. So, hier können wir... Oh, hier können wir Feuerra und Blitzra und die nächste Stufe kaufen von den Zaubern. Das ist ja geil. Und wir können teleportieren. Teleportierte Gruppe aus Verliesen. Wie geil. Blindner. Das kenne ich ja gar nicht. Voll cool. Ich weiß gar nicht, was cooler ist. Aber Vitra können wir gar nicht gebrauchen immer, weil wir gar keinen Weißmagier im Moment immer haben. Eigentlich müsste ich Refia, weil sie so, sag ich jetzt mal, am unnützesten ist von der Klasse her ändern. Aber ich finde sie halt so cool als Dieb. Weiß immer nicht. Wir machen halt immer arg von Schwarzmagier zu Weißmagier. Aber es ist auch irgendwie nicht Sinn der Sache, denke ich mir. Ach, das ist ja toll. Feuerablitz. Oh Mann, und ich habe gar nicht so viel Geld. Jetzt muss ich ja extra trainieren, damit ich Kohle habe. Unsere Bestimmung besagt, dass wir uns vom großen Willen führen lassen sollen. Ah ja. Ja, ja. Ihr macht das ganz toll. So, können wir hier auch nochmal lang? Hier ist ein Innenladen. Wir sind hier nach von... hatten wir ja schon, stimmt. So, was habt ihr denn hier? Die Portion. Oh, eine High-Portion haben die auch. Die ist natürlich viel besser. Oh Mann, oh, ich könnte mich hier tot kaufen. Shit, wir haben nicht genug Geld. Aber genau das wird uns... den Hintern retten, wenn wir in diesem blöden Turm sind. Ganz ehrlich. Da brauchen wir Heilportionen. Da brauchen wir den ganzen Kram. Wir brauchen da die starken Zauber für Medusa. Und das alles können wir hier kriegen. Nein, ich übernachte hier nicht. Das kostet nur Geld. Voll gut. So, dann gehen wir nochmal die Treppe hoch. Gehen wir hier runter. Geh mal da lang. Oh, Dash, laufen wir nicht immer vor die Füße. Wer bist du? Habt ihr schon einmal einen Schokobo gesehen? Welch komische Vögel sie doch sind. Sie sind in den Wäldern im Osten zu Hause. Ja, haben wir gerade geritten. Oh, und hier haben wir diese komische Panzerrüstung, wo ich aber immer nicht, wie gesagt... Ach, hier sieht man auch immer, es leuchtet auf, für wen die sind. Und der Karateanzug ist nämlich hier für keinen. Flammenpanzer, den finden wir auch nochmal in dem Turm. Der ziemlich gut ist, aber da wir den da finden... Und ich hoffe, ich finde ihn da nochmal. Nicht, dass das so random immer kommt irgendwie, was man kriegt. Was ist denn mit dem Stirnband? Ist auch für niemanden. Die Magierrobe haben wir auch. Die ist aber nur für Ark. Aber für Ark könnte man die eben auch holen eigentlich. Also ziemlich coole Sachen. Ich werde das aber offline machen, was ich hier alles kaufe, weil das dauert viel zu lange. Da geht mir wieder ein Part für Shoppen drauf. Und das muss nicht sein. Und wie gesagt, mein Geld reicht eh nicht. Ich muss also viel mehr trainieren, was nicht schaden kann, weil die Medusa ist eh voll stark. Macht die aber einmal ihren komischen Versteinerungsblick oder... Kannst du hier nicht lang? Achso. Dann ist derjenige, müssen wir den sowieso erstmal entsteinern. Mit einer Goldnadel hatte ich gelesen, aber mal davon ab, ist sie ja an sich wahrscheinlich auch nicht so leicht zu besiegen und... Nee, ich will noch weiter im Dorf bleiben. Ich dachte, ich kann hier weiter laufen. Mal hier eine Stufe höher. Ach, da steht noch hier da unten, genau, mit dem haben wir noch nicht geredet. Das war Chocobotastisch. Ihr habt es geschafft. Das habt ihr gut gemacht. Hier ist euer Preis. Wichtelbrot erhalten. Ach, echt? Weil wir mit dem Chocobo rumgeritten sind? Das ist ja gut. Danke. Ja, man muss ja die Gegend erkunden. Dass wir dafür eine Belohnung kriegen, das wusste ich jetzt auch nicht. Wer bist du? Licht und Dunkel folgen ihrem eigenen Willen. Dieser Wille überschreitet den normaler Sterblicher. Es ist ein immerwährender Kampf. Die Kristalle etablieren ein Gleichgewicht zwischen diesen zwei Kräften. Wenn sich die Waage zu sehr nach einer Seite neigt, wählen die Kristalle vier sterblich aus und segnen sie mit ihrer Kraft. Zurzeit fällt die Dunkelheit stärker ins Gewicht, also werden vier Krieger des Lichts auserwählt, die das Gleichgewicht wiederherstellen sollen. So langsam kapiere ich, warum wir hier sind. Hier haben wir noch einen Waffenladen.
Blitzklinge, Feuerstab, Blitzpfeile, Eispfeil, Feuerpfeil. Oh, da freut sich unser Ark aber am Killerbogen. Yeah, ein Killerbogen. Ich kann mich hier dusselig kaufen. Das sind voll geile Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme die Blitzpfeile, glaube ich, für ihn. Oder Feuerpfeile. Ich weiß es noch gar nicht. Oh, ist das doof. Und zugleich so toll. Hier gibt es voll viele tolle Sachen. Haben wir überhaupt alles erkundigt jetzt hier? Geh nochmal hier hoch. Tüdelü. Also da kann man nicht lang. Ich glaube, hier waren wir schon drinne. Und wenn es hier ein Wasserbecken gibt, müsste es ja auch eigentlich noch ein zweites geben, ne? Ja, hier waren wir schon drin. Dann kann man die coolen Zauber kaufen. Ah, es ist so schwierig. Und ich glaube, wir müssten mal... Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das mit den Vieren machen soll. Ich will sie halt als Typ nicht ändern. Ach, naja. Ich werde mir nochmal Überlegungen machen. Ihr dürft mir aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Gruppe berufsmäßig ausstatten würdet. Also immer dieselben, zweimal dieselben, vier verschiedene. Was passt zu wem? Wie findet ihr von den Charakteren her, was passt zu wem am besten? Und oder würdet ihr auch, wie ich, zwischenzeitlich einfach auch mal so den Beruf ändern? So, falls es halt da ein Weißmagier oder so gebraucht wird, dann einfach immer ändern. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, dann kriege ich mal ein paar Tipps oder ich entscheide selber. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.